Hallo, ihr Lieben. Heute bin ich's wieder, Ralf, diesmal mit Rückenfit meets Feldenkreis. Und was ich heute mit euch machen wollte, da geht es um das Verbessern der Seitneigeflexibilität der Wirbelsäule. Und wie ihr ja wisst, Feldenkreis hier erstmal Sitzposition auf dem Hocker, ein Hockerbein nach vorne. Diesmal ein bisschen weiter auf die Sitzfläche raufrutschen, dass er rechts und links die Hockerbeine spüren können mit den Fingerspitzen, und als erstes gehen wir natürlich in die Wahrnehmung hinein, neigen mal zur rechten Seite, lassen die Finger runtergleiten, fühlen hinein, wie weit geht das runter, wie fühlt sich das in den Seiten an, im Rücken, kommen dann hoch, gleiten zur anderen Seite, vergleichen beide Seiten miteinander. Und dann fühlen wir auch nochmal in die Bewegung hinein. Okay. Und hier bei den Übungen ist das, oder bei dem Bereich ist es halt so, dass auch die Referenzbewegung schon ein Teil der Übungen an sich ist. Wir beginnen auf einer Seite. Ich mache euch den Spiegel, das heißt, bei euch geht es nach rechts. Einmal die Seitenneige und wieder aufrichten. Zur Mitte hin. In aller Ruhe bewegen. Im eigenen Wohlfühlbereich dabei bleiben. Dann die Übung langsam wieder beenden, aufrichten, ein bisschen auslockern, auch den Rücken wieder ein bisschen anders bewegen. Wir bleiben auf der gleichen Seite, wieder aufrichten. Diesmal ziehen wir auf der rechten Seite den Sitzbeinhöcker hoch, bleiben in der Position und neigen zur rechten Seite und richten wieder auf. Die ganze Zeit den Sitzbeinhöcker versuchen abgehoben zu lassen. Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Auch hier im eigenen Wohlfühlbereich bewegen. Und dann auch hier langsam wieder beenden, aufrichten, Sitzbeinhöcker absetzen, ein bisschen auslockern, auch den Rücken ein bisschen auslockern. Dann richten wir uns wieder auf. Mit der Bewegung bleiben wir wieder auf der rechten Seite. Diesmal heben wir aber auf der linken Seite den Sitzbeinhöcker ab. Und die Bewegung bleibt die gleiche. Auch hier wieder im eigenen Wohlfühlbereich bewegen.
Und dann das Ganze wieder langsam beenden, Sitzbein locker absetzen, auslockern. Und dann wird es jetzt Zeit, beide Seiten wieder miteinander zu vergleichen. Wir richten uns auf, gleiten wieder zu der Seite hinab, mit der wir gerade bewegt haben, fühlen hinein, wie tief geht das runter, wie fühlt sich das an in den Rücken, im Lendenbereich, vergleichen, wie war das vorher. Dann gehen wir vorsichtig zur anderen Seite rüber, vergleichen wieder beide Seiten miteinander und gehen auch nochmal in die Bewegung hinein. Wie fühlt sich die Bewegung jetzt an? Wie war das vorher? Dann gehen wir auf die andere Seite. Zunächst mal die Referenzbewegung, einige Wiederholungen. Jetzt nach links, auch hier im eigenen Wohlfühlbereich bewegen und natürlich fließend weiteratmen. Und dann auch die Übung da langsam beenden, aufrichten, auslockern. Bleiben wieder auf der gleichen Seite, diesmal links den Sitzbeinhöcker abheben und wir neigen zur linken Seite und richten wieder auf. Wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt, ist da der Bewegungsumfang nicht mehr ganz so groß. Und dann auch hier wieder langsam beenden, Sitzbeinhöcker absetzen, auslockern. Und jetzt die nächste Geschichte, diesmal den anderen Sitzbeinhöcker abheben und die Neige wieder in die gleiche Richtung, nach links. Und dann langsam wieder beenden, Sitzbeinhöcker absetzen, auslockern. Und jetzt ist wieder Zeit, mit der Referenzbewegung in die Referenzbewegung hineinzufühlen, ob sich noch was verändert hat. Wieder aufrichten und zunächst mal zur linken Seite neigen, hineinfühlen, wie fühlt sich das im Rücken jetzt an, wie tief geht das runter, vergleichen, wie war das vorher. Und dann aufrichten und zur anderen Seite neigen.
vergleichen beide Seiten und dann auch nochmal in die Bewegung hineinfühlen. Das war es zunächst zu diesem Thema Flexibilität der Wirbelsäule, Seitneige. Wir sehen uns sicherlich nochmal wieder bei einem der anderen Videos. Viel Spaß beim Üben und ich wünsche euch noch eine gute Zeit zu Hause oder da, wo ihr gerade seid. Tschüss!